Ich möchte im Intro unseres Beats noch eine schöne Orgel mit einbauen, an diese Stelle. Hier soll eine schöne Melodie gespielt werden von einer Orgel. Dafür füge ich hier unter der Gitarrenspur mal noch eine Instrumentenspur hinzu und wähle mir hier mal den Cipralet aus. Das ist ein wunderschöner Synthi, den ich sehr gern verwende. Wir suchen uns hier das Preset Peace Pipe. Da ist es. Klingt so. Ist eine wunderschöne, getragene, sanfte Orgel, die meiner Meinung nach gut in dieses Intro passt. Okay, ich benenne unsere Spur als Orgel und gebe dir auch eine schöne Farbe. Und füge hier jetzt mit dem Stift 8 Takte MIDI-Event ein. So, zu den Melodien. Wir bewegen uns im Moment hier in A-Moll und es gibt in jeder Tonart eine sogenannte Pentatonik, die aus Tönen besteht, die in Melodien einfach immer gut klingen. In unserer Molltonleiter von A bis A sind das der erste, dritte, vierte, fünfte und siebente Ton. Also das hier sind die 5 Töne unserer Pentatonik. Das sind Töne, mit denen wir bei Melodien immer und sehr schön arbeiten können, ohne dabei groß befürchten zu müssen, dass die Töne nicht wirklich reinpassen. Okay, hören wir die uns mal an. Das sind hier also die 5 Töne, die in A-Moll einfach wunderbar zusammenpassen und die ich in jeder möglichen Reihenfolge aneinander schachteln kann. Wenn du dich beim Komponieren einer Melodie auf diese 5 Töne beschränkst, dann kannst du erstmal nicht viel falsch machen dabei. Du kannst sie natürlich über alle Oktaven der Klaviatur spielen, diese 5 Töne passen dort in der Regel ganz gut rein. Außerdem würde ich dir dazu raten, an den betonten Stellen deiner Takte darauf zu achten, dass du auf Tönen landest, die Teil deiner Akkorde sind an diesen Stellen. Also wenn ich mit einem A-Moll-Dreiklang einsteige, macht es durchaus Sinn, dort auf einer betonten Zählzeit wie der 1 entweder ein A, ein C oder ein E liegen zu haben. Okay, ich versuche mal eine Melodie zu improvisieren, die nur Töne aus der Pentatonik enthält und die auf den betonten Zählzeiten immer Töne enthält, die auch im Akkord drin sind. Mal schauen, was rauskommt. Ja, auf diese Weise kannst du ganz einfach passende Melodien kreieren. So, nun gibt es natürlich Möglichkeiten, um die Melodie noch spannender zu machen. Nämlich indem du Töne verwendest, die nicht Teil der Pentatonik sind, aber Teil der Tonleiter. Das sind in unserem Fall genau 2, nämlich H und F. Das sind die beiden, die in der Tonleiter sind, aber nicht Teil der Pentatonik. Wenn ich solche Töne mitverwende in meiner Melodie, dann nur als Übergangstöne. Ich möchte sie also nicht auf den betonten Zählzeiten haben, weil das klingt dann in vielen Fällen schräg. Diese beiden Töne können einer Melodie mehr Dramatik geben. Ich würde sie also an die Stellen setzen, wo sie in die Akkorde hineinpassen. Zum Beispiel passt das B hier wunderschön in einen G-Dur-Akkord. Also an der Stelle, wo wir das G-Dur liegen haben, darf dieses B auch auf einer betonten Note liegen. Schauen wir mal, was da nun für eine Melodie entstehen kann, wenn ich alle Tasten der A-Moll-Tonleiter verwenden kann. Also alle weißen Tasten sind freigegeben. Let's go! Yeah, das gefällt mir gut. Hier am Ende ist was sehr Spannendes entstanden. Hier habe ich ein E gespielt, während als Akkord darunter ein F-Dur-Dreiklang lag. Also ein F, ein A und ein C. Das E passt mit unserem bisherigen Wissen dort gar nicht unbedingt rein, aber das erweitert unseren Akkord an der Stelle. Es gibt nämlich nicht nur 3 Klänge in den Akkorden, sondern zum Beispiel auch 4 oder 5 Klänge. Und einer der einfachsten 4 Klänge, die hier entstehen können, ist ein sogenannter Septim-Akkord. Der erweitert unseren Dreiklang um einen 4. Ton, nämlich der 1., 3., 5. und nun auch der 7. Ton sind mit dabei. Und wenn wir in A-Moll mal zählen, also die weißen Tasten einfach mal nach oben zählen, landen wir hier beim 7. Ton genau auf diesem E. Das erweitert unseren Akkord und macht ihn hier an der Stelle einfach spannender. Würde ich gern so drin lassen, gefällt mir. So, ich quantisiere mir das alles und höre mir das nochmal an.
Hier am Ende fände ich es schöner, wenn der höchste Ton wirklich erst ganz zum Schluss kommt und deswegen würde ich den Ton davor ein bisschen tiefer setzen. Zum Beispiel auf das A und von dort langsam wie eine Treppe hochführen zu dem E. Wunderschön. Außerdem können wir den noch ein bisschen länger klingen lassen. Lass uns einfach das G an der Stelle rausnehmen und an der Stelle das F länger klingen lassen. Nämlich genau bis zur CZ4, wo die Clap einsetzt an der Stelle. Oh ja, das ist eine gute Idee. Dafür verlängere ich also hier die Hi-Hat-Spur um 2 Schläge und lösche hier das G-Dur aus unserem letzten Akkord raus und verlängere das F-Dur bis dorthin zur C-Zeit 4. Das muss ich sowohl im E-Piano als auch in der Gitarre machen. So. Und in der Melodie natürlich auch. Klingt so. Was ist das für ein Einsatz? Den nehmen wir auf jeden Fall genau so, wie er jetzt entstanden ist. Okay, genau diese Stelle möchte ich auch so in der Bridge haben. Also alles raus, was vorher drin war. Und ich kopiere mir das hier auch in die Bridge. Wunderschön. So, als nächstes möchte ich die Spannung in der Strophe noch ein bisschen aufbauen. Und dafür bietet sich an, genau ab der Hälfte noch ein zusätzliches Instrument einzufügen. Ich denke hier an Streicher. Ich denke, dass Streicher hier ganz gut reinpassen würden. Füge eine neue Instrumentenspur hinzu und lade hier Helion Sonic SE rein. So, wir sind hier auf Kanal Nummer 1, deswegen muss ich hier auch in der ersten Zeile mein Instrument reinladen. Schauen wir mal. Schauen unter Strings. In der Kategorie Strings möchte ich hier das String Ensemble 1 reinladen. Das ist das härtere von beiden. Oh ja, das ist gut. Okay, wie wäre es hier denn mit sowas? So, da habe ich einfach mal 4 Takte mitgespielt. Und die schauen wir uns mal direkt an. Quantisieren. Ich habe hier in der ganz tiefen Lage der Streiche jede Viertel mitgespielt und am Ende genau das vorgegriffen, was unser Bass im Refrain spielt. Also immer noch einen Übergangston auf die 4 und gelegt. Hier im ersten und im dritten Takt. Hier spiele ich fast immer Grundtöne. Alles sind Grundtöne außer das hier. Das ist der dritte Ton in C. Also an dieser Stelle liegt C und da habe ich mir den dritten Ton da genommen. Passt wunderbar rein in die Melodie. Und hier als Übergangston habe ich aus der Pentatonik das G genommen. Das passt also wunderbar auch hier rein, um überzuleiten von dem A zu diesem E. Ja, damit habe ich also hier schon ganz viel Rhythmus dazu bekommen in der Strophe und es wird sehr viel spannender insgesamt. Ja, diese Stelle kann ich mir nun mit der Schere hier ausschneiden. Kann die leeren Parts davor und dahinter löschen und dupliziere die mir, dass die Strophe bis zum Chorus mit diesen Strings spielt.
Das ist ja eine coole Idee. Wir könnten in den Strings einfach die Melodie aus der Gitarre mitspielen lassen, so dass die Melodie also nicht nur hier in der oberen Stimme der Gitarre spielt, sondern gleichzeitig auch in den Streichern gedoppelt wird. Das macht die auf jeden Fall präsenter und es passt gut in den Chorus rein. Ich verlänge hier mir also mein zweites Event über den kompletten Chorus und spiele das Ganze mal ein. Okay, let's go! Ja, das eben eingespielte muss ich noch quantisieren, also auswählen, Q drücken und nun möchte ich das auf 2 Oktaven gespielt haben. Damit es einfach stärker und voller klingt, kopiere ich mir das also und füge das direkt wieder an der Stelle ein, wo ich gerade gespielt habe, also auf Takt 27 bei mir hier. Drücke Shift und Pfeiltaste nach oben und es spielt mir das Ganze nun in 2 Oktaven direkt übereinander. Genau die gleichen Töne, bloß eben 12 Töne Abstand. Ja, dazu könnten wir natürlich noch den Basslauf weiterspielen lassen und nämlich genau in dem Rhythmus, in dem unser Bass vorher im Chorus spielt. Das macht natürlich auch Sinn. Ich kopiere mir den Bass so wie er ist, wähle alles aus, drücke STRG und C, gehe nun wieder in meine Streicher und drücke STRG und V. Und da ist der Bass schon drin. Ah, wunderschön, wie schön voll dieser Chorus jetzt geworden ist dadurch. Okay, jetzt brauche ich mir hier nur noch den Chorus von den Strophen zu trennen, indem ich mit der Schere hier einen Schnitt setze und kopiere mir nun alles an die Stellen, wo sie auch später auftauchen. Zum Beispiel in Strophe 2 und dem darauf folgenden Chorus und dem Chorus ganz am Ende. So, ich müsste natürlich nochmal den Übergang zwischen dem zweiten Chorus und der Bridge prüfen. Mal schauen, ob das mit dem letzten Ton hier gut harmoniert. Perfekt, exakt so lassen wir das. Ein einziges Instrument möchte ich im Chorus aber noch hinzufügen, um dem Ganzen noch etwas mehr Tiefe zu geben, nämlich Bläser. Wir nehmen hier aus Halion Sonic eine Brass Section. Und zwar sind wir hier im Moment wieder auf Kanal 1, da wir eine neue Instanz geöffnet haben und können also hier wieder in der Kategorie Brass schauen. Und zwar möchte ich hier verwenden den Saw 1 bis 5. Doppelklick darauf und er ist geladen. Klingt so. Das ist also so ein ganz flächiger Sound, der uns viel an Obertönen mit dazu gibt in dem Chorus und damit wirkt das Ganze dann ein bisschen dichter. Ja, hier beschriften wir das Ganze mit Brass und geben dem noch eine schöne Farbe. Und nun möchte ich von diesem Brass die Akkorde als Fläche spielen lassen, sodass sie also lang ausklingen. Ein guter Indikator dafür, ob ein Instrument dafür geeignet ist, Melodien zu spielen oder abgehackt zu spielen oder Flächen, also lange Töne zu spielen, ist, wenn du es anschlägst. Wenn du den Ton sehr schnell hörst, nachdem du anschlägst, dann ist es durchaus geeignet, um sehr kurze und rhythmische Passagen zu spielen, wie zum Beispiel im Bass oder vielleicht auch die Gitarre. Währenddessen ist dieser Brass-Sound, er muss erst ein bisschen einklingen, damit er überhaupt wirkt. Und deswegen ist das eher ein flächiges Instrument. Damit kannst du also über den Klang des Instruments sehr schnell herausfinden, wie du das am schlausten einsetzt. Okay, wir brauchen die Akkorde und was ist denn leichter als das? Wir haben doch im E-Piano genau dasselbe getan, nämlich hier die Akkorde als Flächen gespielt. Kopieren wir das und fügen das unten in der Spur vom Brass ein. Hören wir uns das mal solo an. Was will der Mensch mehr? Tut exakt das, was es soll. Wir müssen es nur ein bisschen leiser machen, da das im Moment zu den anderen Instrumenten sehr viel zu laut ist. F3. Und ich mache den Brass hier drüben ein bisschen leiser. Mal schauen, wie laut. Ja, minus 12 ist vielleicht ganz gut. Das darf ruhig ein bisschen im Hintergrund sein. Das soll uns ja nur Tiefe geben.
So, ich kopiere das mal noch in die anderen Refrains hier hinten rein. Und damit haben wir dort schöne Betonungen gesetzt. Okay, ich würde meinen, wir sind hier fertig mit dem Beatmaking. Der Beat muss natürlich noch gemischt werden, aber das schauen wir uns dann im Kapitel zum Mixing an. Okay, hören wir uns den kompletten Beat nochmal an und ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser Videoserie zum Beatmaking. Let's go!